Was geht ab? Ich bin's wieder, in der Finn92, und heute sind wir mal in Brookhaven unterwegs. Jeder sollte das Spiel eigentlich kennen. Es ist relativ berühmt. Und ja, es hat auch ein cooles Update bekommen. Hier zum Beispiel diese Box hier. Da kann man verschiedene Sachen rausholen. Und das finde ich auch schon richtig cool. Die eine schreibt sogar schon LOL. Ja. Und hier gibt es halt ein paar Updates gegeben. Und heute werden wir halt mal ein bisschen Brookhaven mal ein bisschen erkundigen. Was hier eigentlich alles so gibt. Also es gibt ja das Rathaus. Ich werde euch gleich mal hier ein Secret zeigen. Also heute suchen wir ein paar Secrets, die man halt kennt. Also hier gibt es ja den Raum hier. Das ist immer ein bisschen auffällig. Dahinter der Säule verbirgt sich ein Schalter. Und wenn ihr den drückt, warte mal. Hallo? Wenn ihr auf jeden Fall den drückt. Einen Moment. Hä? Freunde, ich weiß, es sieht gerade echt komisch aus. Ah, dann geht hier sowas auf. Und ihr könnt die Leiter nach oben. Das sind so geheimer Raum, wo heimlich Geld druckt. Also das habe ich noch nie gewusst, aber bin dann mit einer Zeit mal drauf gekommen, weil ich es in YouTube gesehen habe. Wenn man hier auf den Button drückt, ja, wird hier einfach falsch Geld gedruckt. Seht mal. Sieht zwar so, sieht genauso aus wie das echte Geld, aber wird gedruckt. So. Und dann kann man hier einfach wieder drücken und dann boom. Das ist jetzt einfach mal das Secret von dem Rathaus. LOL. Die Polizeistation hat auch ein Secret. Das ist nämlich hier. Wenn man hier die Leiter hochgeht und dann hier abspringt. Sorry. So, boom. Hier sollte eigentlich ein Secret sein. So, boom. Irgendwie, Freunde, funktioniert das nicht. Aber das Secret existiert auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, wenn man hier rauf geht, sollte man auf jeden Fall abspringen. Hier nach links. Und dann sollte da irgend so ein Raum sein. Dann stehen da halt so Zahlen. Dann muss man ins Kino dann gehen, hier in Brookhaven. Und dann kann man das, den Code dann halt dort dann eingeben. Und ja, dann kann man einen Film angucken. Das ist halt bei einer Polizeistation. Zum nächsten. Ihr habt mich schon mal gefragt, wie kommt man eigentlich in die Bank, ohne durch die Tür reinzugehen? Ganz einfach. Man geht einfach hier zu dem Pool und hier ein bisschen Backflip machen. Dann, wenn man links unten geht, dann kann man hier durch die Wand. Das ist einfach ein geheimer Raum. Und wenn man dann hier entlang läuft, dann kommt man einfach in die Bank, in den Tresorraum. Ist das nicht geil? Und dann könnt ihr halt hier rauflaufen zum Beispiel. Ja, ich bin jetzt ein bisschen falsch gelaufen, aber auf jeden Fall, man kommt in den Tresorraum. Hier ist auch eine versteckte Wand. Man kommt auf jeden Fall in die Bank dann rein. Nächstes Secret. Das wissen wahrscheinlich schon viele. Bei der Brookhaven Schule kann man sich so einen Spind holen. Aber dafür muss man ein Student sein. Ich bin zum Beispiel Student. Kann ich hier einen Schacht nehmen und zumachen. Auf und zu. Ja. Wenn ich mich halt wieder mit dem Student abmelde, dann habe ich halt diesen Schacht nicht mehr. Das nächste ist bei dem See, wo die Yacht steht. Geht ihr einmal zum Sommercamp. Denn da vorne gibt es auch noch ein Secret. Sogar zwei. So. Wenn man hier geht, hier steht zum Beispiel 2023, dann, ihr müsst gerne einfach auf das Schild klicken. Auf das Schild klicken. Und dann könnt ihr was reingeben. Zum Beispiel Finn92 abonnieren.
Zum Beispiel. Ja, aber da steht halt der Name nicht. Wenn man in das Sommercamp reingeht, geht man ins Bad, dann geht man auf das Waschbecken hier und dann ist hier oben einfach ein geheimer Raum. Wie komisch ist das bitte? Das ist ein richtig cooles Secret, vor allem zu verstecken. Außer Freunde wissen es natürlich. Hier ist noch ein Ausgang. Ja. Das waren die zwei Secrets von dem Sommercamp. Ja, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, ob es noch eins gibt. Wo habe ich irgendwas vergessen? Falls ihr noch eins wisst, schreibt mir es bei meinem letzten Kurzvideo in die Kommentare. Also das letzte, wo ich gemacht habe, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Weil die Kommentare sind hier einfach deaktiviert, keine Ahnung. Und ja, deswegen schreibt es mir einfach bei den Kurzvideos. Da kann man die Kommentare. Ich zeige euch noch einen kleinen Glitch. Wenn ihr hier in die U-Bahn geht, dann kann man ja hier mit der U-Bahn fahren. Das Komische ist, die bleibt hier immer stehen. Aber wenn ihr drin seid, sieht es so aus, als ob sie fahrt, aber in Wirklichkeit fährt sie gar nicht. Das ist so komisch. Ja, das ist nur zur Info. Da kann man hier zum Beispiel so boom, da kann man hier so Start drucken. Und dann landet man. Ja. Diesmal ist man zwar gefahren, aber man ist immer noch im selben Ort. Toll, oder? Wow, super Achterbahn-Applaus. Ah nee, wir sind wirklich ein bisschen gefahren. Ja. Ja, ich wüsste eigentlich nicht, was ich jetzt noch zeigen könnte. Brookhaven, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ziemlich alles. Ich meine, ich werde natürlich noch mehr Brookhaven-Videos machen, aber von Anfang reicht das, glaube ich, mal. Ja, glaube schon. Polizeistation können wir noch ein bisschen erkundigen. Ihr könnt ja euch auch verdächtig machen bei dem hier. Ihr könnt sie einfach draufklicken, dann steht ich ein Bild. Und dann müsst ihr einfach euren Namen hier eingeben. Hallo? Junge, was ist heute los? Gebt ihr hier euren Namen ein. So. Und dann, wenn jetzt hier zum Beispiel irgendein Polizist ist und ihr steht gerade hier, dann verhaftet euch. Ist das nicht cool? Ja! Das war's dann wieder mal mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!